So, zweiter Teil mit zwei Referaten, zwei Vorträgen. Und der erste Vortrag ist mit Rolf Jüngermann, Gelsenkirchen, Gesangsschullehrer. Lange her. Lange her, okay. Aber auch, was jetzt nicht mal zwei Jahre her ist, im Vorstand Max-Engel-Stiftung. Herausgeberkreis Marxistische Blätter. Und auch Redaktion. Und Redaktion. Also wir haben hier ein altgedientes DKP-Mitglied. Und es geht um, also deine Überschrift sagt, der Hans-Heinz Holz und der politische Leninismus heute. Ich glaube, es geht vor allen Dingen um den Begriff Diktatur des Proletariats und proletarische Demokratie. Und deswegen würde ich sagen, hau rein. Ja, Hans-Heinz Holz und der politische Leninismus heute. Hans-Heinz Holz hat sich vor dem Hintergrund seiner philosophischen Arbeiten nicht selten auch zu Themen geäußert, die im engeren Sinne politischen Charakter haben. Es ging ihm dabei immer wieder um die Verteidigung des Leninismus, um den Kampf gegen den Revisionismus, dessen ökonomische und gesellschaftliche Quellen er für nach wie vor virulent hielt. Zitat Holz: Der Revisionismus ist die permanente Gefahr des politischen Alltags in nicht-revolutionären Zeiten. Keine kommunistische Partei ist frei davon. Nur die äußerste Präzision der Theorie als Leitungsinstrument der Strategie kann das Einsickern revisionistischer Abweichungen verhindern. Im Revisionismus sah Holz den inneren Hauptgrund für die säkulare Niederlage des Sozialismus und auch die Hauptgefahr, die aktuelle Hauptgefahr für den Marxismus. Revisionistische Tendenzen, also Tendenzen einer Kurskorrektur in Richtung auf eine reformistische Theorie und Praxis, hat er daher schonungslos angeprangert und energisch bekämpft, etwa hinsichtlich des Verständnisses der Rolle der Diktatur des Proletariats, hinsichtlich der Staatstheorie und der Parteitheorie. Dabei konnte er in der Debatte mit renommierten politischen Gegnern, die er für Propagandisten des Revisionismus hielt, gelegentlich auch eine bei ihm sonst unbekannte polemische Schärfe an den Tag legen, etwa in der Auseinandersetzung mit Wolfgang Fritz Haug. Werdet ihr euch vielleicht erinnern. Das alles hat ihm, wie von ihm wohl beabsichtigt, würde ich sagen, zumindest zeitweise den Ruf eines beinharten, orthodoxen Leninisten eingetragen. In Wirklichkeit verfügte Holz jedoch außerhalb von jeweils aktuellen politischen Auseinandersetzungen über eine hochentwickelte theoretische Beweglichkeit auch auf diesem Gebiet. Darauf komme ich später zurück. Was Holz politischen Leninismus angeht, so möchte ich mich hier und heute aus Zeitgründen darauf beschränken, sein Verständnis von der Rolle der Diktatur des Proletariats stellvertretend für die damit unmittelbar verwobene Staatstheorie und Parteitheorie in den Mittelpunkt zu stellen. Danach kann ich dann auf seine weiterführenden Vorstellungen und Vorschläge eingehen, die anknüpfend am historischen Leninismus über diesen hinausweisen und zum strategischen Weiterdenken anregen wollen. Anleitend soll sozusagen zur Einstimmung noch einmal an Lenins bekannte Fundamentalsätze aus seinem Werk Staat und Revolution erinnert werden. Vielleicht kann ich mir auch sparen, die meisten werden das sicher kennen. Zitat Lenin: Die Formen bürgerlicher Staaten sind außerordentlich mannigfaltig, ihr Wesen aber ist ein und dasselbe. Alle diese Staaten sind so oder so, aber in letzter Konsequenz unbedingt eine Diktatur der Bourgeoisie. Der Übergang zum Kapitalismus, zum Kommunismus, muss natürlich eine ungeheure Fülle und Mannigfaltigkeit der politischen Formen hervorbringen, aber das Wesentliche wird dabei unbedingt das eine sein, die Diktatur des Proletariats. Kommen wir nun zu einer Skizze der Position, mehr kann es nicht sein, zu einer Skizze der Positionen und Vorstellungen von Hans-Heinz Holz himself. Ich muss euch um der Präzision der Aussage willen an dieser Stelle drei etwas längere Zitate zumuten. Die ersten zwei stammen aus Holz' Beitrag Revolution neuen Typs in Topos 28 aus dem Jahr 2007, erschienen zum 90. Jahrestag der Oktoberrevolution und zugleich, ich zitiere mit Absicht, als verehrungsvoller Gruß
an Kurt Gosweiler zum 90. Geburtstag. Dieser Beitrag erschien damals gleichzeitig auch in der kubanischen Zeitschrift Marx Aurora, Marx Jetzt. Rückblickend auf die Oktoberrevolution stellt Holz das Vorgehen der Bolschewiki nach dem Sturz der Regierung als politisch unvermeidlich dar. Zum Thema Diktatur des Proletariats schreibt er: Die Revolution hat Gesicht, der Machtwechsel ist vollzogen, nun aber beginnt erst der mühevolle Weg der Revolution. Den sich beim Machtwechsel in das Gelingen des Formationswechsels überzuleiten, erforderte die Diktatur des Proletariats. Die Macht, die einen neuen Gesellschaftstyp, das heißt neue Eigentums- und Produktionsverhältnisse durchsetzen soll, ist inhaltlich unteilbar. Auch das gehört zur Konzeption der Diktatur des Proletariats. Koalitionspartner können an der Macht beteiligt werden, wenn sie an der Verwirklichung der gleichen Ziele mitarbeiten. Das ist nicht eine Besonderheit der Oktoberrevolution, sondern ein Wesenszug aller Revolutionen. Und etwas später noch ein Satz. Die Diktatur des Proletariats entspringt nicht subjektiver Machtgier, sondern der objektiven Notwendigkeit einer Realisierungsphase, in der der revolutionäre Umsturz konsolidiert wird. Und zum Thema revolutionärer Terror äußert sich Holz ebenfalls und an gleicher Stelle, Zitat: Der revolutionäre Terror ist wie 1792 der Terror des Wohlfahrtsausschusses, die Extremform einer geschichtlichen Auseinandersetzung und nur im Zusammenhang der Zuspitzung der Kampfsituation zu begreifen, nicht moralisch zu rechtfertigen, ein situationsbezogener Ausnahmezustand. Dagegen ist die Diktatur des Proletariats die geschichtsphilosophische Kategorie der Übergangsform von der bürgerlichen zur sozialistischen Gesellschaft. Solange die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, verlaufen Umwälzungen des Gesellschaftssystems nicht ohne Gewaltanwendung. Und das heißt auch mit Einschluss von Unrechtshandlungen. Zielhorizont des gesellschaftlichen Fortschritts ist die reale Möglichkeit der Deckung von Moralität und Historizität. Aber der Weg in diesen Horizont muss erst erkämpft werden. Und zum Schluss, zur genaueren Kennzeichnung, noch eine dritte und letzte Aussage. Sie stammt aus dem Aufsatz Dialektik der Vernunft aus der jungen Welt von Februar 2011. Und dieser Text hat damals, manche werden sich erinnern, ziemlich Furore gemacht und zu einer öffentlichen Distanzierung seitens Hans-Peter Brenner, Nina Hager und Robert Steigerwald geführt, einige Tage später, ebenfalls in der jungen Welt, unter dem Titel Über fatale Irrtümer des Genossen Hans-Heinz Holz. Ich zitiere eine der umstrittenen Passagen von Hans-Heinz Holz. Man kann eine neue Gesellschaftsordnung nicht auseinander widersprechenden Prinzipien errichten. Im Vollzug der Revolution wird Revisionismus zur Konterrevolution. Die theoretischen Prinzipien erweisen sich als praktisch politische. Sie werden nicht mehr wirksam nur auf der Ebene privater moralischer Bewusstheit, sondern auf der Ebene allgemein öffentlicher historischer Wirksamkeit. Angesichts der Gefahr für eine welthistorische Umwandlung verschwinden die Rechte des Individuums im reißenden Strome, den die gesellschaftliche Selbstbehauptung auslöst. Ende des Zitats. Soweit zu dem in wirklich sehr knappen Ausschnitten, was ich oben Holzens beinharte, orthodoxe leninistische Positionen genannt habe. Man geht aber völlig fehl, wenn man Holz auf diese bisher zitierten Positionen reduziert. Diese wurden von ihm vielmehr, so sehe ich das jedenfalls auch, situationsbedingt in der seit den Nullerjahren schwelenden Auseinandersetzung um die Programmatik und personelle Entwicklung seiner Partei in den Vordergrund gestellt, um die Grenze gegenüber den seiner Meinung nach revisionistischen Positionen, die sich langsam aber sicher auszubreiten schienen, möglichst deutlich zu markieren. Kommen wir nun zu einigen Beispielen für die vorhin bereits angesprochene Weiterentwicklung der von Holz publizierten Vorstellungen und Vorschläge, die anknüpfend am historischen Leninismus über diesen hinausweisen und zum Weiterdenken anregen wollen. Darauf aufmerksam geworden bin ich zum ersten Mal spät genug,
durch eine Formulierung, die er 2005 als Schlusssatz seines Beitrages zu der Festschrift von Robert Steigerwald zum 80. Geburtstag vorbringt. Dort spricht er, Zitat, von der Struktur einer demokratischen Gestalt der Diktatur des Proletariats. Struktur einer demokratischen Gestalt der Diktatur des Proletariats. Und im gleichen Satz weiter, die dem neuzeitlichen Verständnis von Demokratie, dem bürgerlich-formalen wie dem sozial-inhaltlichen entspricht. Für mich war diese Aussage damals sehr erstaunlich, zumal mir klar war, dass man Holz wie jeden großen Philosophen strikt beim Wort nehmen muss, dass er stets wörtlich genau das meint, was da geschrieben steht. Struktur der demokratischen Struktur der Diktatur des Proletariats. Vor dem Hintergrund meiner politischen Prägung bis zu diesem Zeitpunkt kam ich ins Grübeln. War nicht die Diktatur des Proletariats als Überwindung der Diktatur der Bourgeoisie an sich bereits die höhere Form der Demokratie? Galt nicht der Sozialismus als die, Zitat, Ineinssetzung, verkürzt gesagt Gleichsetzung von Sozialismus und Demokratie, gemäß der seit Karl Polak, seit den Anfangszeiten der DDR geltenden Identitätsdoktrin? Erst viel später habe ich dann mitbekommen, dass die über Jahrzehnte vorherrschende Vorstellung von der Ineinssetzung von Sozialismus und Demokratie auch schon in der DDR Ende der 80er Jahre, insbesondere im Ergebnis der Arbeiten von Uwe Jens Heuer, theoretisch aufgebrochen und politisch weithin aufgegeben worden war. Diese Weiterentwicklung der inhaltlichen Positionen und der bis dahin geltenden Theoriesätze hatte damals uns Kommunisten in der BRD aber noch nicht erreicht, mich jedenfalls nicht. Zurück zu Holz politischem Leninismus in der Entwicklung auf dem Weg zum Heute. An anderer Stelle hebt Holz ausdrücklich und erkennbar absichtsvoll die Aussage Lenins hervor: Wir mussten die Diktatur des Proletariats in ihrer härtesten Form verwirklichen. Ein Zitat, mit dem Holz demonstrieren will, dass auch Lenin sich durchaus ganz andere, darunter auch weniger harte Formen der Diktatur des Proletariats vorstellen konnte und keineswegs den schweren Weg der Bolschewiki für den einzig gangbaren hielt. Ein weiteres Beispiel, schon 1993 im Heft Topos, also in der zweiten Ausgabe von Topos 2, gibt Holz Positionen von Wolfgang Abendroth wieder, ohne sich in irgendeiner Weise, und sei es auch noch so vorsichtig, davon zu distanzieren. Zitat Holz: Abendroth denkt das Kontinuum von Kontinuität und Bruch im gesellschaftsgeschichtlichen Prozess. Darum kann er die bürgerliche Demokratie, die uneigentliche Demokratie einer Klassengesellschaft, durchaus als eine Vorstufe der wahrhaften Demokratie, der sozialistischen, betrachten. Das heißt auch, dass der entwickelte, zur Entfaltung seiner selbst gekommene Sozialismus unverzichtbare Momente der Emanzipation, die schon die bürgerliche Demokratie realisiert hat, bewahren muss, dass sie in der sozialistischen Demokratie und dann reicher an Inhalten wiedergefunden werden müssen. Respekt vor der Individualität, Rechtsstaatlichkeit, Kontrolle der Regierungsfunktionäre zum Beispiel. Ende des Zitats. Die flexible Weiterentwicklung ehemals versteinerter Vorstellungen tritt hier, finde ich, deutlich hervor und war in jenen Jahren nicht nur bei Holz, sondern bei vielen einflussreichen Marxistinnen und Marxisten mehr oder weniger deutlich zu beobachten. Einige Beispiele möchte ich nennen. So haben zum Beispiel Robert Steigerwald, Domenico Losordo, Deng Xiaoping und Fidel Castro sich bemüßigt gefühlt, ihre Vorstellungen zu dem Problem Struktur einer demokratischen Gestalt der Diktatur des Proletariats vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Geschichte des Realsozialismus vorzutragen. Dazu einige Beispiele, bevor wir wieder zu Holz zurückkehren. Beginnen wir mit Robert Steigerwald. Das ist leider ein etwas längeres Zitat. Ich bin davon überzeugt, dass eine der Bedingungen, die Verbrechen ermöglichten, der Verzicht auf die Dreiteilung der Gewalten in einem großen Land mit unvermeidbarer Hierarchisierung des Sowjetsystems war. Wenn im Sowjet die Einheit der Gewalten besteht, sich also gesetzgebende, vollziehende und juridische Gewalt in der Hand des gleichen Kollektivs, im Falle Stalins sogar der einer einzelnen Person befinden,
So werden autoritäre Staatsstruktur und Willkürherrschaft in Anführungsstrichen normal. Dem zu entgegnen bedarf es der strikten Einhaltung sozialistischer Gesetze, der Einrichtung entsprechender Kontrollsysteme, möglicherweise durch ein der sozialistischen Verfassung verpflichtetes Verfassungsgericht, durch eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, sodass den Einzelnen und Kollektiven das Recht und die Möglichkeit eingeräumt wird, juridische und politische Entscheidungen überprüfen zu lassen. Und im letzten Satz, Steigerwald, das läuft auf die Trennung der Gewalten, der legislativen, exekutiven und juridischen eines sozialistischen Staates hinaus. Domenico Losurdo stellt in einem 2011 in der Zeitschrift Z erschienenen Text marxistische Grundpositionen zur Diskussion. Er stellt fest, dass allzu oft der historische Materialismus ersetzt wurde durch historischen Idealismus und Messianismus, ohne ausreichenden Bezug auf die Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Zitat, unfähig zwischen kurzer und langer Dauer zu unterscheiden, Zitat Ende. Ohne ausreichende Berücksichtigung der Langzeitdimension, der zeitlichen Dimension überhaupt gesellschaftlicher Prozesse. Zitat Losurdo, unterbewertet wurde das Gewicht des gesellschaftlichen Seins des Staates, der Nation, der Sprache, der Religion, des Marktes. Das Gewicht all dessen, was bestimmt war, zu verschwinden. Er zitiert dann Fidel Castro mit den Worten, wir Sozialisten haben den Fehler begangen, die Kraft des Nationalismus und der Religion zu unterschätzen. Ende Zitat Castro. Losurdo zitiert dann weiterhin Deng Xiaoping, der seit Beginn der 70er Jahre dazu aufrief, sich für die Ausweitung und Verbesserung des Rechtssystems stark zu machen und für die Einführung der Herrschaft des Gesetzes in der Partei und in der gesamten Gesellschaft. Voraussetzung einer wirklichen Entwicklung der Demokratie, wie er sagte. Insgesamt ist Losurdo der Meinung, dass die Schäden, die durch den historischen Idealismus und den Messianismus angerichtet wurden, enorm gewesen sind. Lenin spricht in dem gleichen Zusammenhang von Revolutionismus, der fehl am Platze sei. Und auch Stalin ermahnt zur revolutionären Geduld, wenn er darauf besteht, dass die Partei den Massen nicht weglaufen darf, gegebenenfalls ihre eigene Progressivität zügeln muss, verstehen muss, abzuwarten, bis die Massen sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen von der Richtigkeit einer bestimmten Politik überzeugen können. Bekannt, jetzt komme ich nochmal zu Fidel Castro, bekannt geworden ist schließlich auch der gute Rat, den Fidel Castro in seiner Art dem langjährigen Vorsitzenden der französischen KP, Georges Marchais, in den 70er Jahren mit auf den Weg gab. Sehr konkret, kommt bloß nicht auf die Idee, die Landwirtschaft zu verstaatlichen. Lasst die Kleinbauern in Ruhe. Rührt sie nicht an, sonst könnt ihr dem guten Wein, dem fantastischen Käse und der ausgezeichneten Gänseleberpastete zurecht sagen. Adieu sagen. Zitiert nach Fidel Castro mein Leben von Ignacio Ramone. Es geht hier darum, das nochmal so zu sagen, dass das Problem der Muttermale der alten Gesellschaft ernster ist als angenommen, dass sich die unterschiedlichen Realitäten auf radikal verschiedenen Zeitschienen entwickeln, dass großer Schaden angerichtet werden kann, wenn versucht wird, gesellschaftliche Prozesse künstlich oder womöglich gar mit Gewalt zu beschleunigen, die aufgrund ihrer Eigengesetzlichkeit Generationen dauern, um sich durchzusetzen. Und es geht um das Verständnis der Rolle des Rechts, in dem Sinne, wie Hermann Klenner formuliert, dass das Recht nicht nur Machtinstrument, Mittel der Macht, sondern zugleich auch das Maß der Macht sein muss, mit erforderlichenfalls auch gerichtlich durchsetzbaren Rechten der Bürgerinnen und Bürger im Verwaltungsrecht und im Staatsrecht. Und dies gerade auch unter sozialistischen Verhältnissen. Zurück zu Holz. Besonders deutlich treten Holz Vorstellungen über den Leninismus heute, den Leninismus der Gegenwart und Zukunft in seiner Auseinandersetzung mit den Vorstellungen Antonio Gramscis zutage. Damit sind wir im Jahre 2011 bei den drei Bänden. Aufhebung und Verwirklichung. Genau. Für Holz steht fest, dass die Aneignung der Arbeiten Gramscis von zentraler Bedeutung ist für die Wiedergewinnung einer strategischen Konzeption
für die politische Praxis der Linken heute. Er schreibt, kurzes Zitat, Gramsci war der marxistische Denker, der nicht nur taktisch, sondern grundsätzlich und epochengeschichtlich die Determinanten kommunistischer Politik in hochkapitalistischen Gesellschaften ausgearbeitet hat. Zitat Ende. Es ist schon rein zeitlich nicht möglich, im Rahmen dieses Vortrags die Konzeption Gramscis und ihre Verarbeitung durch Holz in Gänze zu erfassen und darzustellen. Im Kern geht es darum, dass Holz weitgehend die zentrale Position von Gramsci übernimmt, dass heute die Herrschaft der Arbeiterklasse nicht gewonnen und gesichert werden kann, solange es der herrschenden Klasse gelingt, die Beherrschten durch Religion und Moral, durch Gewohnheiten und Institutionen, Massenmedien und Unterhaltungsindustrie an sich zu binden. Solange sie das Bewusstsein der Unterdrückten zu steuern vermag, kann die herrschende Klasse nicht aus dem Sattel gehoben werden. Denn ihre Herrschaft erhält sie nicht nur durch Gewalt, sondern dauerhaft nur durch, was Gramsci Hegemonie nennt. Also dadurch, dass sie einen ideologischen Konsens der Beherrschten mit dem herrschenden System herstellen kann. Das kennen wir ja. Die Ablösung der herrschenden Klasse kann sich also nur Schritt für Schritt vollziehen, indem ihre zwar noch hegemonialen, aber bereits verkümmernden und zerfallenden ideologischen und kulturellen Positionen eine nach der anderen brüchig gemacht und zum Einsturz gebracht werden. Indem schon unter den Bedingungen der noch ausgeübten Staatsmacht der Bourgeoisie eine neue Kultur der Arbeiterklasse aufgebaut wird, die nach und nach die ganze Nation durchdringt. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich die Glaubwürdigkeit des politischen Vorgehens und der Programmatik. Glaubwürdigkeit, das bedeutet meines Erachtens unter anderem ein realistisches Konzept für den Bereich der Ökonomie, unter strikter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Zeit des sogenannten Realsozialismus. Unbedingter Respekt gegenüber demokratischen Usancen und Ansprüchen. Zeitgemäße Begrifflichkeit und Sprache, zeitgemäße Kommunikationsformen, Verzicht auf Revolutionismus. Zitat Holz, Gramscis Konzeptionen der Hegemonie und seine Konzeption der Kommunistischen Partei sind Bestandteile einer kohärenten Theorie, mit welchen Zielen und wie der proletarische Kampf unter der konsolidierten Herrschaft der Bourgeoisie zu führen sei. Im Zuge der revolutionstheoretischen Erwägungen Gramscis steht das Problem der schrittweisen Erringung der Hegemonie im Staate. Im Zentrum seiner Erwägungen. In der Tat ist jede revolutionäre Veränderung, die nicht wenigstens vom passiven Konsens der Massen und von der Unterstützung durch die Mehrheit des politisch aktiven Teils der Bevölkerung getragen wird, zum Scheitern verurteilt. Sie wäre gar keine Revolution, sondern ein Putsch. Revolutionen sind ihrem Wesen nach demokratisch legitimiert, sagt Gramsci, und Holz zitiert es zustimmend. Holz weist an anderer Stelle ausdrücklich allerdings auf Folgendes hin. Man darf diese demokratische Legitimation allerdings nicht mit dem Abstimmungsergebnis der bürgerlichen parlamentarischen Demokratie verwechseln. Abstimmungsmechanismus, ne? Was habe ich schon gesagt? Abstimmungsmechanismus, Entschuldigung. Nicht mit dem Abstimmungsmechanismus der bürgerlichen parlamentarischen Demokratie verwechseln. Um dann fortzufahren, die Basis jeder revolutionären Bewegung ist vielmehr die Herausbildung einer Volonté générale, eines kollektiven Willens, eines stillschweigenden Konsens der Mehrheit und der ausdrücklichen Kooperation von Bündnispartnern. So haben sich das, sagt Holz, bereits die Klassiker des Marxismus von Marx bis Lenin, ja sogar Stalin, ausdrücklich formuliert. Und ein letztes, etwas längeres Holz-Zitat, in dem er auch auf die Rolle der Kommunistischen Partei zu sprechen kommt. Die Arbeiterklasse kann die Hegemonie aber nicht erst im Augenblick der Revolution erringen, sondern sonst bliebe sie eine kurzfristige ideologische Führung. Sie muss vielmehr in einer langen, vorrevolutionären Zeit des politischen Kampfes, der theoretischen Bewusstseinsbildung, der politisch-moralischen Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und schließlich in der Eroberung institutioneller Positionen in der Verwaltung, in den Gerichten, in den Universitäten und Schulen
heute vor allen Dingen auch in den Publikationsmedien, eine normative Kraft werden, deren ethisch-politische Kriterien prinzipiell, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden. Daraus ergibt sich mit einiger Notwendigkeit, dass für Gramsci das Zentrum, um das seine theoretischen Erwägungen kreisen, die Parteitheorie ist. Mit Lenin ist er sich darüber klar, dass der Kampf nur geführt werden kann, wenn eine Avantgarde-Partei in den Massen verwurzelt ist, die Probleme der Massen kennt und formuliert, mit und von den Massen lernt und das Bewusstsein der Massen bildet. Und dass die Partei das nicht leisten kann, wenn sie nicht auf hohem theoretischen Niveau die Gegenwart analysiert, die Vergangenheit verarbeitet und die Zukunft entwirft. Soweit stark verkürzt eine Zusammenfassung dessen, was Hans-Heinz Holz heute unter politischem Leninismus versteht oder verstanden hat. Dazu gehört allerdings noch ein letzter Satz, Originalton Holz, 2011, mit einer Aussage, die nach meinem Empfinden erstaunlich ist und zu kritischem Nachdenken einlädt. Dort heißt es, Zitat Holz, so führt die weltpolitische Konstellation die der Revolutionären Partei den parlamentarischen Weg zur Staatsmacht vorschreibt, zu Gramscis Hegemoniekonzeption. Haben wir das richtig verstanden? Die weltpolitische Konstellation schreibt der Revolutionären Partei den parlamentarischen Weg zur Staatsmacht vor. Da mag sich dann doch der ein oder andere, so mancher, fragen, wo ist denn nun hier Holzens beinharter orthodoxer Leninismus geblieben, von dem anfangs die Rede war? Als Antwort würde Holz es möglicherweise Lenin gleichtun und sinngemäß so antworten, wie dieser 1918 den sogenannten linken Kommunisten antwortete. Zitat Lenin: Ihr seid schlimmer als Hühner. Ein Huhn hat Angst, aus dem Kreidekreis herauszutreten, aber es kann zu seiner Rechtfertigung wenigstens vorbringen, dass eine fremde Hand den Kreis gezogen hat. Aber ihr habt selbst mit eigenen Händen eine Formel errichtet und nun starrt ihr auf die Formel, anstatt die Wirklichkeit zu erkennen. Zitat Ende. Dieses Zitat findet man nicht in den 40 Bänden Lenin, sondern das findet man bei Hermann Weber in seiner Biografie mit Quellenangabe. Ja, das ist im Prinzip das, was ich mir aufgeschrieben habe. Es liegt mir aber noch daran, eine Nachbemerkung zu machen. Also wenn man überlegt, den Zeitpfeil, in dem das abgelaufen ist, was ich hier vorgetragen habe, dann enden die Positionen von Holz, die ja im Grunde genommen weitgehend eine Übernahme von Gramsci sind, 1938. Danach hat Gramsci ja nichts mehr schreiben können. Da war er dann tot. Das heißt, Lenin ist vor 100 Jahren gestorben, Gramsci vor 80 Jahren. Und jetzt zugespitzt muss man ja beinahe sagen, seitdem bei den Kommunisten nichts wirklich Neues, außer der Niederlage und einigen anderen üblen Dingen zugespitzt, geschenkt. Aber die Frage ist ja dann, ist das wirklich so? Oder haben wir einfach bestimmte Dinge, bestimmte große Schritte nach vorn, jetzt nicht einen neuen Lenin, aber große Schritte nach vorn, einfach nicht mitbekommen oder nicht wahrhaben wollen? Und mir fällt dann immer der Name Deng Xiaoping ein, mit seinen Reformen Ende der 70er Jahre. Was dort geschehen ist, die Umsetzung dessen, was Lenin als Erster versucht hat, was dann Ulbricht versucht hat, in einer Form, die auf China passt, die natürlich nicht auf Mitteleuropa passen kann. China ist ein Entwicklungsland, so wie übrigens Russland ein Entwicklungsland war, und trotzdem hat man das Konzept versucht, auf die entwickelten kapitalistischen Staaten zum Teil zu überführen, also die für uns nicht passt. Aber das, was da geleistet worden ist, ist eine Geschichte, die möglicherweise ein Stück weit in die Richtung geht, dass da etwas grundsätzlich Neues angeleiert worden ist mit großen Erfolgen. Und wir kommen zurück auf die alte Aussage, it's the economy, stupid. Ne? Wenn du die Ökonomie nicht beherrschst, wenn die ökonomische Entwicklung nicht funktioniert oder nicht befriedigend funktioniert, dann kannst du weder auf dem Gebiet der Kultur noch auf dem Gebiet der Politik noch sonst wo auf lange Sicht reüssieren. Und diese Lektion, die, finde ich, haben die chinesischen Genossen damals entschlossen versucht durchzusetzen. Und das Ergebnis, das kann man diskutieren, aber das ist das, was mir einfällt, wenn ich denke, hat es denn
seit 80 Jahren nichts, keine Schritte nach vorne gegeben. Okay. Vielen Dank.